Hallo, heute sind wir im Loro-Park. Wir sind jetzt im Kindergarten von Papageien. Wenn die Eltern können nicht alles gut machen, weil sie sind zu jung, haben nicht genug Erfahrung oder einigen Mal machen kaputt ein Ei und müssen wir ein Brutapparat bearbeiten und helfen, dann haben wir die Babystation in Loro Parque. Und das ist exakt drin in Animal Embassy. In unserer Animal Embassy von Loro Parque haben wir Max Planck, Loro Parque Fundation, die Stiftung und auch diese Erklärung für die Leute. Wir zeigen, wie können wir helfen an diese jungen Papageien, die brauchen Hilfe, die normalerweise sterben, gleich wie in Natur. Einige Mal nicht alle Eier kommen weiter, die Brut ist nicht perfekt und müssen wir helfen. Und von 3 Ei oder 4 Ei oder 2 Ei, wenn eine ist nicht perfekt oder die Eltern machen nicht sehr gut, können wir helfen mit diesem auxiliären System. Da ist ein schönes Beispiel von einem Schwarzkakadu. Richtig schwer zu halten, ist nicht sehr bekannt. Wir haben hier die größte Vorstellung von allen Kakadus auf der Welt. Das steht nur hier in Loro Parque. Wir haben Philippinen-Kakadu. Alle weiße Arten von Kakadus sind hier, wo die unsere Leute, die kommen, unsere Besucher, können perfekt sehen und die Unterschiede merken. Das ist ganz wichtig. Aber noch wichtiger ist züchten mit dieser Art, die haben viele Probleme in der Natur. Wir haben auch Projekte in Australien, wo wir helfen, exakt diese Art. Die brauchen die Pflanzen, die sind nicht mehr dort. Und wir bepflanzen, wir machen Reforestation. Das ist ganz wichtig für solche Arten. Und noch etwas. Wir können mit dieser Art züchten. Wenn du züchtest, das ist ein sehr wichtiges Netz für Sicherheit, Netz für die Vögel in Natur. Wenn die Ökosystem braucht, dann haben wir die Erfahrung, haben wir die Daten gesammelt und können wir wieder bringen in Natur, wenn es möglich und wenn braucht man. Ne? Guck mal, wie stark sind diese Vögel. Die haben hier bei uns geboren. Pärchen, die haben das erste Mal Erfolg gehabt und wir können nicht allein lassen, die Eltern. Und in der nächsten Zukunft, die werden allein machen. Aber jetzt haben wir mehr Kakadus hier. Noch etwas, die können wir hier in Baby Station, in Animal Embassy von Loro Parque sehen. Gebirgsader zum Beispiel. Auch eine Art, die wir haben gerettet von Extinction. Denn diese Vögel waren nicht sehr bekannt in Peru und Nord von Bolivien, wo die leben. Und Loro Parque Fundación hat verschiedene Forschungen gemacht. Wir haben finanziert alle diese Studien. Die Population von diesen Vögeln sind stabil jetzt. Wir wissen genau, wo die sind. Und ist eine von den 10 Arten, dass die Loro Parque Fundación hat richtig gut geholfen. Und noch etwas. Wir haben hier in der größten Zuchtstation von Papageien auf der Welt eine Stabilzucht von dieser Art, von Gebirgsader. Das ist so wichtig, die keiner kann glauben, wie wichtig ist für die Art. Die kann hier immer eine Basis haben, wenn Natur braucht oder wenn die Wissenschaftler von solchen Leuten brauchen Informationen von diesen Vögeln. Noch andere Arten, die sind schwer zu züchten. Inka Kakadus, so schöne Vögel mit dieser spanische Fahne in der Haube. Hier haben einige Jungen, die haben wir dieses Mal geholfen und die Eltern sind jetzt mit dem zweiten Gelege. Und die können allein machen gut. Und wenn ein Pärchen, ein junges Pärchen, viele Pärchen sind neu dieses Jahr, haben erstes Mal gezüchtet und wir haben Handaufsuche benutzen als auxiliäres System.
Hier ist das Ergebnis. Dieser schöne Vogel. Die Kamera muss zeigen, diese schöne Fahne, die haben da in Haube. Das ist eine von den schönsten Kakadu auf der Welt. Mit so vielen Farben. Weiß, rosa. Und das wird wechseln. Weil in die ersten Mauser, die werden noch heller, noch weiß. Die weiß ist richtig weiß. Mit dieser rosa, die ist so dünn und so gut, gut gemalt. Weil das ist ein Vogel, die ist ein schönes Beispiel, wie schön ist Natur. Und mit das können wir, weil hier haben wir noch andere Kakadus. Ah, hier sind die Solomon-Kakadus. Die sind sehr aggressiv und schwer zu halten zusammen. Du musst bauen ein harmonisches Paar. Und ein harmonisches Paar ist eine Arbeit von vielen Jahren. Zum Beispiel, wir haben Inka-Kakadus gesehen. Einigen Pärchen brauchen mehr als 7 Jahre für die erste befruchtete Eier legen. Das ist nicht wie ein Kanarienvogel, das mit 7, 9 Monaten können die erste befruchtete Eier legen. Nein, die brauchen ein Leben, 7 Jahre, 8 Jahre, 9 Jahre für Erfolg. Und dann brauchen die Erfahrung. Und diese Erfahrung nimmt viel Zeit. Die erfolgreichsten Pärchen brauchen einigen mal 12 Jahre alt für richtig züchten. Und du musst die Pärchen bauen, wenn die sind jung. Und sie müssen allein oder selbst sagen, welche ist die beste für mich. Die müssen allein. Und für das haben wir ganz richtige große Voliere, wo die leben zusammen, wenn die sind jung. Und in 3, 4 Monaten du siehst, welche sind mehr kompatibel. Später, die sitzen zusammen, allein in der Nacht. Und die haben schon gesagt, die ist von anderer Linie, Blutlinie, kann zusammenbleiben bei mir. Das sehen wir, die Biologen beobachten das. Marcia und Lubos, unsere Kuratoren da in der Substation, sagen, welche werden in der nächsten Zukunft die neue Pärchen für Naturzüchten hier in Loro Parque Fundación. Bis bald! Schreibt jetzt eure Frage in die Kommentare und vergesst nicht, dem Video einen Daumen hoch zu geben. Damit ihr kein neues Video mehr verpasst, könnt ihr unseren Kanal kostenlos abonnieren.